Interessanter Pullover. Ja, und so grelle Farben. Oh, ich bin so nervös. Und der nächste Look ist inspiriert in Paris. Oh, was für ein schöner Hut. Ja, und hast du die Stiefel gesehen? Barbie, du bist die Übernächste. Zieh dich um. Na gut, ja, mach ich. Oh, bin ich nervös. Oh, ein Traum, dieses Ballkleid. Schau, schau, Barbie ist dran. Oh, atemberaubend. Barbie, na los, du schaffst das, du schaffst das. Ah! Oh, Barbie, Barbie, bist du okay? Oh, mein Fuß. Oh nein, Barbie, ich helfe dir. Sie muss unbedingt zu Dr. Auer. Ja, Barbie, ich bringe dich. Ken, Barbie, was macht ihr denn hier? Was ist denn passiert? Barbie ist vom Laufsteg gefallen und hat ihren Fuß umgeknickt. Kommt rein und setzt euch hin. Na los, vorsichtig. Oh, mein Fuß tut so weh. Au. Zuerst muss ich deine Schuhe ausziehen. Oh, ich hoffe, das tut nicht weh, Barbie. Jetzt können wir alles röntgen. Ach du Schreck. Dein Knöchel ist gebrochen, Barbie. Gebrochen? Oh nein! Barbie, du brauchst nicht zu weinen. Zuerst mache ich etwas Creme drauf und dann bekommst du einen Gips. Und es wird schon von alleine verheilen. Und jetzt fertige ich deinen Gips an. Oh, ich will da gar nicht hingucken. Barbie, mach dir keine Sorgen. Das ist gar nicht so schlimm. Barbie, Ken hat recht. Jetzt kommt nur noch der Verband drum. Barbie, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich möchte der Erste sein, der da unterschreibt. Und ich male dir ein Herzchen drauf. Danke, aber wie lange muss ich das tragen? Einen Monat lang, Barbie. Und in einem Monat kommt ihr beide wieder zu mir und dann nehme ich diesen Gips ab. Komm, Barbie, ich bring dich nach Hause. Oh, danke, Ken. Was würde ich bloß ohne dich tun? Barbie, vergiss deine Krücke nicht. Danke, Dr. Auer. Morgen? Morgen passt gut. Hereinspaziert. Ja, ich muss auflegen. Okay, tschüss. Hallo, Barbie. Und? Wie geht's deinem Knöchel? Mir geht's gut. Übermorgen ist eine neue Fashion Show. Und mein Fuß juckt etwas. Oh, herzlichen Glückwunsch. Lass mal schauen, ob alles gut verheilt ist. Und Barbie, wie fühlt sich das an? Oh, ungewohnt.
aber gut. Dein Knöchel ist super verheilt. Und ich glaube, du kannst übermorgen auch bei der Fashion Show mitmachen. Hallo Barbie. Ich habe uns Tickets besorgt für den neuen Film. Ich warte auf dich im Auto. Seid ihr etwa zusammen, Barbie? Ja, er ist super süß und hat jeden Tag auf mich aufgepasst. Sieht aus, als wärst du wieder ganz gesund. Sei bitte vorsichtig übermorgen bei deiner neuen Fashion Show. Ja, ich werde ganz vorsichtig laufen. Danke, Dr. Auer. Tschüss, Barbie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, Barbie, du wirst richtig hübsch aussehen für die Party heute. Hier noch etwas Rouge. So, dein Gesicht ist fertig. Jetzt kämmen wir nochmal deine Haare. Oh, ich möchte hübsch mit Kevin aussehen. Keine Sorge, das wirst du. Was ist das denn? Oh nein. Was ist? Oh nein. Barbie, steh auf. Oh, wie kann ich denn jetzt zu meiner Verabredung gehen? Keine Sorge, Barbie, wir gehen schnell zu Dr. Auer. Hereinspaziert. Hallo, Dr. Auer. Barbie hat ein Riesenproblem mit ihren Haaren. Nimm doch mal Platz, ich schaue mir das genauer an. Mal schauen, ich kämme dir erstmal deine Haare. Oh, da kommen ja ganz schön viel Haare raus. Oh nein, was ist denn los mit mir? Ich will keine Glatze haben. Am besten waschen wir zusammen deine Haare. Und ich dann mache dein spezielles Shampoo für dich rein. Das sind spezielle Vitamine. Das wird dir sicher helfen. Das bleibt jetzt erstmal kurz so und in der Zwischenzeit gebe ich dir Vitamine. So, Barbie, runter damit. Oh, ich hoffe, das hilft. Das sollte genügen, Barbie. Oh, ich hoffe, das klappt. Kevin wartet schon auf dich. Ganz in Ruhe, das wird schon klappen. Erstmal muss alles super geföhnt werden. Mal schauen. Keine Haare sind mehr rausgefallen. Hurra! Oh, ich habe mich echt erschrocken gehabt. Warte, Barbie, warte. Dir fehlen noch die Vitamine. Hier, die kannst du mitnehmen. Danke, Dr. Auer. Au, au, au. Ken, was ist denn mit deinem Bein passiert? Das ist beim Fußballspielen passiert. Ich bin umgeknickt. Setz dich hin und dann erstmal ziehen wir deinen Schuh aus. Oh ja, dein Fuß ist komplett angeschwollen. Oh, und das tut so doll weh und ich wollte unbedingt noch weiterspielen. Ken, keine Sorge, wir müssen erstmal röntgen und gucken, ob dein Fuß nicht gebrochen ist. Mal schauen. Oh, zum Glück ist nichts kaputt. Uff, wann kann ich denn wieder Fußball spielen? Nichts mit Fußball spielen. Zuerst müssen wir es eincremen und dann eine Binde drum machen. Genug Creme und jetzt kommt das Verband drum. So, nicht zu fest. Und hier hast du noch eine Krücke, damit du laufen kannst. Der Verband muss jetzt eine Woche dranbleiben und dann kommst du wieder zu mir. Eine Woche?
Einen Ersatzspieler müssen wir jetzt finden. Ich hoffe, du findest schnell einen Ersatzspieler. Tschüss, ihr beiden, bis nächste Woche. Oh, Dr. Auer, Dr. Auer, ich habe meinen Arm verbrannt. Oh, Schreck, wie ist das denn passiert? Ich war am Backen und ich habe mich am Backofen verbrannt. Oh, keine Panik, setz dich erstmal hin. Zuerst müssen wir die Wunde desinfizieren. Hier habe ich eine Heilcreme, damit die Haut wieder zusammenheilt. Oh, das brennt, das brennt. Halt kurz durch, es ist gleich vorbei. So. Und jetzt brauchen wir einen Verband. Der Verband ist fertig. Hier, die Creme kannst du mit nach Hause nehmen. Oh, danke, Dr. Auer. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.